Was Sie gemacht haben, Sie haben eine kleine Truppe, verhältnismäßig kleine Truppe hingeschickt und die hat das Mandat bekommen, A, zu beobachten und B, für die Lieferung humanitärer Hilfe sicherzustellen. Die zwei Sachen. Aber Sie haben eine Ausrüstung bekommen, die selbst das verhindert hätte, verhindert hat teilweise. Denn wenn der Hilfskonvoi fuhr und eine bosnisch-serbische Straßensperre kam und der bosnisch-serbische Kommandeur dort sagte, nö, ich möchte es nicht, dass ihr jetzt hier weiterfahrt, mussten die umdrehen. Keine Chance, irgendwas zu machen. Insofern haben sie sich selber kastriert von Anfang an und das Gericht, die Einrichtung des Gerichtes, die passierte ja im Jahre 93, war im Grunde genommen der Ausdruck des schlechten Gewissens, dass sie selber in Bosnien-Herzegowina, also die Großmächte, Weltsicherheitsrat, Vereinte Nationen, dass sie in Bosnien-Herzegowina sich auf eine Beobachterrolle zurückgezogen haben und nicht mehr machen wollten und nicht mehr machen konnten.